Wie stellt sich denn so die Zusammenarbeit mit der Bahn? Es gibt Vorfahrungen von durchaus namhaften Architekten in Paris, wo man die Kosten nicht so ganz 100% halten konnten. Mutmaßlich schaut die Bahn da jetzt noch etwas genauer hin, nicht nur zur Freude von Architekten. Wie ist denn das Zusammenarbeit mit der Bahn so? Ich will mal sagen, die Zusammenarbeit ist so wie bei jedem großen Projekt. Sie ist tough, sie ist auch mal hart, sie ist einigermaßen kameradschaftlich und wir sind uns bis jetzt immer noch einig geworden. Es wäre, glaube ich, absolut blauäugig. Jeder, der hier ein Familienhaus gebaut hat, weiß, dass am Bau auch gestritten wird und dass da auch im Streit konstruktive Lösungen gefunden werden müssen. Dafür sind alle Beteiligten so professionell, dass sie das nicht schon mal erlebt hätten. Und wenn ich es richtig weiß, zielt sich Ihre Frage ursprünglich auch noch auf beteiligte Personen dieses Projektes. Ich will die Frage mal versuchen, so zu beantworten. Wer ein Projekt in gelehrter Bahn aufgebaut hat oder in einer schwierigen Phase übernommen hat und dann zu Ende gebracht hat, der hat sozusagen nicht nur Schulterklopfen erlebt während dieser Jahre. Und wer das durchgestanden hat, der müsste eigentlich auch der richtige Partner für ein solches Projekt hier sein. Insofern habe ich keinen Anlass, mich über die Partner der Bahn zu beschweren. Es wäre aber auch blauäugig, heute hier zu sitzen und zu sagen, wir haben uns in den letzten 2 Jahren mit der Bahn nur fröhlich und nett und immer konstruktiv und wir haben uns dann sofort geeinigt. Das war natürlich auch nicht so. Das ist auch bei anderen Projekten nicht so. Also ich würde mal sagen, wir sind alle noch sehr konstruktiv miteinander. Sie haben jetzt aus diplomatischen und ständigen Gründen den Namen nicht genannt, wie es geht. Der Projekt ist der Arne Aser, der in Berlin dann das Projekt zu Ende gebracht hat und der hier voll der Bahn von Anfang an in Stuttgart, nicht von Anfang an, aber im letzten Jahr dann als Projektchef. Das habe ich im Vorfeld, also im Vorgespräch ja gesagt, Sie können dann schon mal die Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg bereitstellen. Den des Landes Berlin hat er schon bekommen, nach Abschluss des Projektes. Ja, da wird es eine Menge Leute geben, die mit ihm harte Erfahrungen gemacht haben, und das ist normal. Also ich glaube, es gibt hier keinen Bauleiter und niemanden, der gebaut hat, der nicht weiß, dass das auch mal mit ein bisschen Blutschweiß und Tränen zu tun hat. Das ist aber normal, dafür sind wir alle erwachsen. Um diese harten Erfahrungen machen zu können, Herr Inhofen, braucht man aber dann doch ein Stück Papier, nämlich einen Vertrag, einen letztgültigen Vertrag. Und da hat die Frage, haben Sie diesen Vertrag inzwischen mit der Bahn AG geschlossen, zu dieser weiteren Planung? Und was macht Ihr Büro aktuell und wie viele Menschen sind daran jetzt beschäftigt, tatsächlich in diesem Projekt? Und bisher mussten wir sozusagen immer noch sagen, eigentlich auch selber, ich kann die Handbremse nicht wirklich lösen. Können Sie die Handbremse lösen? Ja, wir sind nah dran. Also ich sage es präzise, ja, damit es nicht, auch das ist eine Frage der Präzision. Erstmal, wir haben immer einen Vertrag gehabt. Das ist den meisten Leuten nicht geläufig. Wir haben seit dem Jahr 98, also unmittelbar nach dem Wettbewerb, einen Generalplanervertrag für das gesamte Projekt mit allen seinen Teilen. Aber dieser Vertrag war natürlich nach 6 Jahren Stillstand, 5 Jahren Stillstand ein bisschen veraltet in jeder Hinsicht. Auch wir fanden den veraltet. Wir haben also in einem sehr intensiven Prozess mit der Bahn eine Aktualisierung dieses Vertrages verhandelt. Und ich habe ja bei der SPD zum Beispiel dieser Wahlkampfauftaktveranstaltung dann gesagt, naja, wir sind nicht davor. Also wir haben letzten Donnerstag diesen Vertrag paraffiert, was ja heißt, dass es noch einen minimalen Vorbehalt der Bahn gibt, nämlich einen sogenannten Gremienvorbehalt. Das kenne ich aber auch von jedem anderen Vertrag. Es hat noch nie einen Vertrag ohne Gremienvorbehalt gegeben, es sei denn mit meiner Frau oder mit wem auch immer, also der kein Gremium hat. Bei der Bahn gibt es solche Gremien, die tagen dann auch von Monat zu Monat. Und gratulieren zu Ihren Spielern. Ja, genau. Oder umgekehrt, ich meine, die gratulieren sich zu mir, kann ja auch sein. Könnte auch sein. Also wie auch immer, jedenfalls der Bahnvorstand tagt Mitte des Monats Juli und dann wird dieser Gremienvorbehalt aufgelöst werden und dann dürfen wir wieder anfangen zu arbeiten. Wie viele Leute daran sitzen, es ist vorgesehen, dass wir mit im eigenen Büro mit 10 Leuten anfangen daran zu arbeiten und es wird auch im eigenen Büro sicherlich bis 30, 35 Personen dann hochgehen. Aber es sind sehr viel mehr, wenn man all die Ingenieure und Berater hinzuzählt, die ja im Rahmen der Generalplan zu beteiligen sind. Inhofen, damit aus dem heutigen Kopfbahnhof, den wir jetzt nochmal sehen, mit den zuführenden Gleisen, hier unterirdischer Durchgangsbahnhof wird. Hier sehen wir, ich zeige es mal kurz, die Trassenführung rot gestrichen, wie es künftig laufen soll unter der Erde, damit dieses funktionieren wird.
müssen Sie den Monatsbaum die Seitenflügel stützen. Durchaus namhafte Architekten, darunter auch der Stuttgarter Architekt Günter Behnisch, sehen dies als Denkmalstiftung. Daraus ist eine richtige Kampagne erwachsen unter den Architekten. Wie bewerten Sie eigentlich diese Kampagne Ihrer Kollegen? Und warum überhaupt stützen Sie den Bahnhof seine Flügel? Wir haben hier eine schematisierte Darstellung vorbereitet.